Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar wird das hier ein Back to School Make-up Look. Und zwar habe ich mir gedacht, ich versuche so viele Drogerieprodukte wie möglich zu benutzen. Nicht komplett, aber überwiegend werde ich Produkte aus der Drogerie benutzen, weil die meisten Schülerinnen sicher noch nicht arbeiten gehen. Und ja, das Taschengeld reicht vielleicht nicht aus oder man kriegt vielleicht gar kein Taschengeld, gibt es auch. Und muss sich das irgendwie zusammensparen. Deswegen, ja, okay. Ich muss sagen, nicht alle Produkte sind günstig. Da ist viel von NYX und Sleek dabei, die es mittlerweile auch in der Drogerie gibt, die aber nicht so günstig sind wie Essence zum Beispiel. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich hoffe, der Look gefällt euch. Wenn dem so ist, dann bleibt dran. Ich freue mich wie immer auf einen Daumen nach oben, sowie auf ein Abo, wenn du neu auf meinem Channel bist. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. So, ich fange an mit meinen Augenbrauen. Und zwar habe ich aus der Drogerie mehrere Augenbrauenstifte. Einmal hier diesen von Manhattan, dann eins von P2 und eines von NYX. Den habe ich mir neu zugelegt und ich werde heute den von NYX. Als nächstes werde ich meine Augenbrauen säubern und dafür benutze ich einen Concealer vom MAC in der Nummer NC45 und ja, da ist mir leider nichts anderes übrig geblieben, weil ich keinen Concealer aus der Drogerie habe. Als nächstes prime ich mein Gesicht mit dem Aftershave von Nivea. Jetzt trage ich meine Foundation auf. Ich werde dafür eine Foundation von Clinique benutzen in der Farbe Clove und mische es mit meiner Foundation von MAC in der Nummer NC50. Das Ganze trage ich mit dem Beauty Blender auf, sprühe ihn vorher aber erstmal an und verteile dann die Foundation auf mein ganzes Gesicht. Als nächstes highlighte ich mein Gesicht mit dem Concealer von LA Girl in der Farbe Toffee. Davon werde ich nicht viel auftragen, weil ich möchte, dass das Ganze einigermaßen natürlich aussieht. Anschließend verblende ich das Ganze auch mit dem Beauty Blender, sprühe ihn vorher aber erstmal an, damit sich das Ganze besser verteilen lässt. Die Stellen, wo ich mit Concealer aufgetragen habe, werde ich nicht setzen. Das mache ich für die Schule nie. Allgemein schminke ich mich nicht extrem für die Schule oder gar nicht. Ich werde aber auch mal ein Video drehen, wie ich mich tatsächlich für die Schule schminke. Das sind sehr, sehr wenige Produkte. Deswegen habe ich hier in diesem Video ein bisschen mehr aufgetragen. Mit der Contouring Palette von Sleek werde ich konturieren. Diese gibt es mittlerweile so ähnlich auch in der Drogerie zu verkaufen und zwar bei Müller und kosten um die 13 Euro. Und ich trage auch ein bisschen auf mein Augenlid auf. Jetzt werde ich ein bisschen Eyeliner auftragen und zwar benutze ich da den Liquid Eyeliner von Catrice und werde aber keinen Winkliner auftragen, sondern ich ziehe einfach nur einen Lidstrich vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren Augenwinkel. Ich werde mir jetzt gleich die Wimpern kleben, davor tusche ich aber meine Wimpern noch mit einer Wimperntusche von Essence. Die heißt Multi Action Volume Mascara. Nun werde ich mein Gesicht, meine Wangen highlighten mit diesem Highlighter hier von Sleek. Uh.
Kommen wir nun zu den Lippen. Und zwar werde ich einen Lip Liner von NYX benutzen. Die Marke NYX gibt es mittlerweile auch in der Drogerie zu kaufen, um genau zu sein, bei DM. Und das ist in der Farbe Urban Coffee. Und dazu werde ich eine Lip Cream benutzen von NYX. Lingerie Lip, um genau zu sein, in der Farbe Push-Up.